Ich schwöre dir, wenn du es nicht gewesen bist, dann musst du dich einfach ein für alle Male entlassen. Nein. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Digga, du kleiner du warst es doch! Um Gottes Willen, dieses Loch! Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Attack. Ich bin heute hier mit Tobi am Start und wir werden... Ja. Yeah. Was geht, Bre, ne? Was geht, ich Bre? Ich hab erstens mal ein Geschenk für dich. Alrighty. Okay, was heißt Geschenk? Warte, euer Raketenshop ist gerade leer, ne? Ja. Willst du Raketen haben? Was denn? Ja, also ja, du. Das ist mein Raketenshop, Bro. Ja, nein, nicht aus dem Shop, Bro. Ich hab selbst welche gecraftet. Okay. Weil ich dachte mir, für die letzte Aktion unter deinem Keller und so. Okay, okay, gib her, ja. Okay, musst du mitkommen? Okay. Keine ganz, Sorge, ganz, ist keine Falle. Ganz wieder Anfang, ganz wieder Start. Dein Haus, by the way, warum sieht das von innen so scheiße aus? Hier ist einfach so ein Loch im Boden. Das ist der Keller. Heller, Bro. Digga, dann mach doch hier mal eine Treppe runter. Wie sieht denn das? Das ist doch, das ist eine natürliche Was Treppe. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist ein roter Knopf gewesen. War für das die Bombe, die du mit einem Creeper gezündet hast. Warum? Ja, Digga, kann ich ja nicht wissen, dass da ein Creeper drin spawnt, hier Junge. Die obere Kiste, nimm dir so viel du willst. Hä, warum? Ja, weil ich das schulde dir. Wo hast du das denn her? Ich wollte, das habe ich mir selbst gecraftet, Bro. Wo hast du das ganze Gunpowder her? Das habe ich von der Gunpowder Farm. Alright, okay. Ich sehe, du bist hier vorne auf jeden Fall mit deiner fliegenden Insel richtig weit gekommen, bis dato. Ja, hier ist ein Schutzgeldhaus. Hauptsächlich für Vive eigentlich. Der Was? Soll mir da mein Geld reinlegen. Warum ist da oben eine Tür drin? Weiß ich nicht. Warum ist hier Kohle? Damit ich weiß, wo die Mitte von der Insel ist. Digga, du bist so ein weirder Spieler. Ich verstehe wirklich überhaupt nicht, was du machst. Guck dir mal dein Haus Guck an. Guck mal, wie dein Haus aussieht einfach, Digga. Das ist alles so weird. Da wachsen so grüne Schamhaare runter und alles. Das ist alles so seltsam. Was ist das hier? Haus? Was ist wo? Damit habe ich diesmal nichts zu tun. Was ist das denn jetzt schon wieder? Auch Obsidian sogar. Och Mann, Bro, ich wollte heute einfach Dings machen. Pogwarts. Das hat der Enderdrache gebaut. Halt's Maul, warst du das schon wieder, Tobi? Ich schwöre dir, wenn du das nicht gewesen bist, dann musst du dich einfach ein für alle Male entlassen. Nein, in Pogwarts geht's nicht weiter die ganze Zeit. Nein. Mann, wo ist Crocodile Andy? Was steht hier? Das war ich auch nicht. Da steht ich schreibe nicht. Ich schreibe nicht so. Du hast geschrieben, wer das ist, ist dumm. Ich schreibe nicht. Bro, warum? Wer schreibt lieb? Warum? Was habe ich dir getan? Du hast gutes Leben bei mir. Du hast ein gutes Leben bei mir. Digga, irgendjemand hat es auf mich abgesehen. Ja, Digga, wahrscheinlich tut hier irgendjemand so, als wäre er du, Bro. What the fuck? Gut, egal. Also, wir holen kurz Mats. Ich habe noch ein bisschen was an Stuff hier. Wir haben ja letztes Mal Vive gebaut. Diesmal wollte ich eigentlich einen Marktstand bei Pogwarts bauen. Och, Digga, Tobi, das ist auch noch von dir da, ja, weißt okay, du? Das war Bro, von mir noch. Also, der ganze nervige, Digga, es kann wirklich nicht sein, dass ich mich seit 3 Monaten jedes Mal einlogge und immer ist irgendwas in meinem Haus gemacht. Das Nein, da ist ja, guck mal, das Bro, die Leute, guck mal, die Leute denken auch, also, das glaubt einem ja auch irgendwann keiner mehr. Die Leute denken, ich bin schizophren, bau das nach. Selber hab das vergessen und lock mich morgens wieder ein und tu so, als wäre es wieder anders gewesen, Bro. Ich würde gerne. Was? Du bist halt abends einfach im Büro und machst das alles. Nein, mach ich nicht. Ich baue keinen Obsidian-Turm auf mein Haus. Wir gehen runter. Wir holen Stuff. Was steht da? Zintika. Ach, Mann, die ganzen Schilder. Digga, mein Haus ist nie fertig geworden wegen diesem ganzen Scheiß. Guck mal, hier hängen überall Sachen von Leuten. Ich kann nicht mal an 2 Händen abziehen. Hier fehlt einfach Glas im Fenster. Junge, 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 Junge. Was ist das hier? Hier hat wieder einer. Dann. Du musst bedenken, wir. Tobi, Tobi, halt deine Fresse. Was war das? What the fuck? Was war was? Was war das? Bro. Ich war gerade bei Bro. dir. Bro, wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Wie ist das jetzt passiert? Bro, ich stand gerade neben dir. Ich kann nichts machen. Mann, ich komm wieder, Digga, und 10 Leute haben es gleichzeitig auf. Guck mal, diese Schilder hier. Blöd! Digga, ist das ein Loch? Bro, wie ist das explodiert? Digga, no joke, wie sieht das hier aus? Wie sieht das hier aus? No joke, ich hatte heute vor, ich wollte einen Gewürzstand in Pogwarts bauen, Leute. Ich wollte einen chilligen Gewürzstand in Pogwarts bauen. Wisst ihr, so ein Ding, wo so Safran mit Netherrack und sowas, Netherwarts verkauft wird und so. In so Fässern kann man ja verschiedene Sachen reinlegen mit dem Items-Frames. Habe ich mir richtig chillig vorgestellt, so ein kleines Haus zu bauen mit Stand vorne dran. Für einen Gewürzmagier oder Gewürzstand. Gewürzmagier, what the fuck? So ein Gewürzdude. Halt einfach Gewürze verkauft, ne? War so der Plan. Jetzt komme ich wieder hier hin, auf meinem Haus 2 Obsidian-Schwänze, dann hier einfach meinen Eingangsbereich gesprengt, auf ganz entspannt. Auf ganz locker. Digga, Tobi, kannst du mir jetzt einfach ganz kurz sagen, hinter welchem dieser beiden Sachen du steckst? Bro, ich stand doch gerade neben dir. Ja, aber Digga, du hast bestimmt wieder irgendeine komische Redstone-F***erei gebaut, die dann halt irgendwie... Digga, als ob ich irgendwas baue, was irgendwie nach einer Zeit schaltet oder so. Bro, du hast so ein Chunk-Update-Explosive-Device gebaut oder sowas. Ah, Digga, weiß ich jetzt nicht, wie du da auf mich gekommen bist. Weil du schon
mal eine Bombe unter meinem Haus gebaut hast. Ja, aber ich muss sagen, ich bin clean. Ich habe seit 3 Tagen kein TNT mehr angefasst. Und als ich dich gefragt habe, ob du mit mir Crafttech aufnehmen willst, hast du gesagt, ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Das Ding ist, ich bin ja nicht mad über sowas. Das sind ja nur Kleinigkeiten. Aber es ist halt einfach annoying. Warst du das jetzt oder nicht? Nein. Okay, guck mal. Denkst du wirklich... Willst du mich eigentlich verarschen? Warum machst du das? Guck mal, warum machst du das hier? Warum? Guck mal da unten. Warum? Warum? Ey, Digga, mich triggert das hier alles so. Mich triggert das hier alles so. Hier sind so grüne Blöcke drin. Och Mann, ich habe gar keinen Bock mehr, jetzt bei Pogwas was zu bauen. Ohne Witz. Was ist das? Nein. Was ist das? LOL. Bro. Das ist eine Falle, Bro. Ja, natürlich ist das eine Falle, aber wer? Vor allen Dingen, wer so schlecht? Und warum ist hier so ein riesiges Loch? Ey, das Loch war doch schon immer. Digga, mein Haus ist komplett zerbombt. Mein Haus ist einfach komplett... Nein, die Höhle, die war schon immer. Das ist keine Höhle, das ist einfach ein Loch in meiner Mauer. Checkst du's, Bro? Guck mal, das Ding ist, es muss ja eigentlich einer gewesen sein, der gerade online ist. Wahrscheinlich waren es Kunga und JB. Wahrscheinlich waren es die beiden. Ey, Digga, ich mache mir jetzt über den Kopf, dass hier noch überall woanders Sachen sind. Weißt du das? Digga, du bist echt ein armer Craft-Attack-Spieler. Ja, nee, Bro, bin ich... Hä? Was? Och, Junge, ich dachte gerade, hier ist jemand unsichtbar drin. Ich habe gerade noch Schaden bekommen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Empire. Was? Erinnert dich? Na, halt dein Maul! Da sind wir zu zweit immer rumgelaufen und hatten Spaß. Und heute ist es einfach nur, Tobi, wir werden keinen Spaß mehr haben, das ist die Arbeit hier. Das sagst du immer, wenn ich im Büro bin. Das sage ich nie, das habe ich noch nie gesagt. Du sagst immer, hör auf, Spaß zu haben. Das ist die Arbeit hier, sage ich. Hier. Okay. Komm, was das ist ein netter Portal. Digga, das ist doch... Also ganz ehrlich, Bro, wenn man doch sowas macht, dann gebt euch doch wenigstens Mühe, ihr Affen. Der dachte wirklich, dass es hier getarnt ist. Auf diesem braunen ist der dumm. Guck mal hier, der hat es einfach auf einen Holzblock gesetzt. Hä? Bro, welcher Spieler ist denn so dumm? Welcher Spieler ist denn so stupid? Hast du irgendwas auf was gesetzt? Warst du das? Nee. Nein, Bro, Junge, warst du's? Hier ging gerade was hoch. Komm mal mit. Bro, Mann, diese Obsidian-Türme. Mann, ich bin einfach nur noch sauer. Wohin mitkommen? Lass doch jetzt rüberbauen. Hey, Digga, du kleiner... Du warst es doch! Du dummer... Ach, Tobi, Mann! Bro, warum? Warum, Alter? Warum? Ja, ich war das nicht. Halt's Maul, natürlich ich warst du das. Nicht. Bro, sag doch nicht, komm mal mit und dann tu so als... Ich hab das nicht gesehen. Ich Halt's Maul, komm mal mit, sagst du, damit ich darüber renne? Ach, Digga, das ist doch unnötig. Was ist denn passiert? Mann, um Gottes Willen, hier ist ein Loch. Halt deine Fresse. Du bist so ein schlechter Schauspieler, nein, bist du? Mann, warst du das hier mit diesen Druckplatten? Ja, die hier war ich, da bin ich ehrlich. Die eine Druckplatte. Die war ich von dem TNT-Ding noch. Weil hier genau drunter ist die Bombe. Nein, das stimmt nicht. Die war ganz woanders. Digga, ist so viel kaputt gegangen. Das ist so annoying. Digga, warum machst du das? Warum? Warum ich? Bro, du hast doch gerade gesagt. Hier genau drunter ist die Bombe. Du hast mir nicht geglaubt. Oh, wir haben ein neues Haus hier stehen in Pogwarts. Nee. Was? Doch. Okay. Das sieht geil aus. Wer hat das gebaut? War das Spark? Hä, ist ja übergeil mit dem Glas, mit der Glaskuppel hier. Das sieht aus wie so ein kleines Regierungsgebäude. Was ist denn das? Ist das... Das könnte... Oh nein, nicht, wenn das jetzt schon der Gewürzhändler ist, Bro. Sieht so ein Gewürzhändler aus, das hier? Das könnte hier der Goldschmied, den haben wir schon. Gewürzhändler Eyeoser. Dann hat der den schon gebaut. Dann ist das... Och, Digga, lol. Okay, never mind. Ja, chillig, Bro. Chillige Folge. Dann habe ich mir alles für umsonst ausgedacht. Dann, meine Freunde, sind wir an der Stelle doppelt und dreifach raus. Es war wieder eine Folge, wo wirklich nur Sachen in meinem Haus kaputt gegangen sind. Wisst ihr, ich werde mich jetzt einfach mal die Tage nochmal oft hinsetzen mit Tobi, weil wie gesagt, gerade streamen ist schwierig, ne? Ich habe einen 7-Tage-Bann auf Twitch, habe Leute beleidigt. Schwierige Sache, erkläre ich dann wann anders mal. Ich bin am 3.2. wieder da auf Twitch und bis dahin werde ich hier einfach ein bisschen offscreen in Pogwarts bauen und hoffe einfach, dass mein Haus nicht weiteren Grief-Attacken ausgeliefert wird. Lieber Tobi, du bist jetzt der Grief-Minister. Nein. Okay? Du bist jetzt... Bro, warum? Warum hast du mit Schwert? Warum direkt so ehrenlos mit Schwert schlagen? Was ist Grief-Minister? Na, jetzt haust du wieder ab. Ich sterbe. Du bist so schlecht, ich stehe direkt vor dir, Junge. Junge, kleiner Junge. Ja, treffen muss gelernt. Also, sollst du vielleicht in der Pogwarts-Kasse ein bisschen treffen lernen? Ui. Ui. Oh nein. Nee. Danke. Nee. Oh mein Gott, das ist krass. Warum bist du direkt da gespawnt? Du bist einfach direkt aufgestanden und bist direkt da gespawnt und rennst dahin. Junge, dieser dumme Skin, wie der direkt da aufsteht. Tobi, du bist jetzt der Grief-Minister. Und du was musst heißt jetzt, das? Du musst verhindern, dass mein Haus weiterhin gegrieft wird, okay? Ach so, ich dachte, du machst mich dafür verantwortlich, dass alles gegrieft wird. Das auch. Leute, einfach ich bin... deutsche Endjunge. Ich bin doppelt und dreifach raus, meine Freunde. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Bock auf weitere Folgen habt, lasst einen Daumen nach oben da und wir bauen jetzt ein bisschen offscreen hier weiter. Haut rein, bis die Tage. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.